Nach dem Wechsel vom Q500 auf den H480 ging es natürlich sofort los zum Ausprobieren. Und eins kann man sagen, von der Aufnahmequalität war das schon eine ganz andere Hausnummer. Obwohl man den Haar gut zusammenklappen konnte, hatte das ganze Equipment und das Gerödel doch epische Ausmaße. Auf dem Weg zum Flugplatz sah ich schon mal aus wie ein Sherpa auf dem Weg zum Himalaya. Aber wenigstens hatte sich Abby nun vollständig an die Kopterei gewöhnt und war ganz wild drauf mitzukommen. Ich habe dann nach und nach alle Spots abgeklappert, an denen ich mit dem Q schon geflogen war. Auf unseren Wohnmobiltouren haben wir den Haar natürlich auch mitgenommen. Wobei man sagen muss, für lange Wanderungen war das doch sperrige Teil eher wenig geeignet. Hier über der Burgruine Saflenburg im Ahrtal. Der Tagebau in Garzweiler war dann doch unwiderstehlich. Und ich musste noch mal nachsehen, wo ein guter Freund früher seine Hiluxe herbekommen hat. Der H480 war aber ein nicht ganz unproblematisches Fluggerät. So beeindruckend die Filmaufnahmen auch waren, war er im Handling doch ein wenig zickig. Das Kalibrierungsritual war etwas grotesk und man sah immer aus wie ein Indianer beim Regentanz. Nun, es führte dazu, dass man vor dem Start nach allen möglichen Ausschau hielt. Transformatorenhäuschen, Hochspannungsleitungen, verborgene Indianerfriedhöfe. Folgte, war ein Update nach dem anderen. Naja, aber das gute Gefühl beim Fliegen war irgendwann einfach nicht mehr gegeben. Das Ganze fand dann seinen Höhepunkt, als er beim Ausflug mit dem Drohnenforum nicht mehr landen wollte. Trotz alledem, wenn er erstmal oben war und vernünftig flog und kalibriert war und kein Indianerfriedhof in der Gegend und keine Eisenstangen rumflogen, die Aufnahmen waren richtig, richtig gut. Nachdem ich mich anfangs nur auf die Copter-Videografie beschränkt hatte, leitete der Kauf der ersten Actioncam ein nächstes Kapitel ein.
dem günstigen GoPro-Klon aus China waren schon ziemlich coole Aufnahmen möglich. Und das Beste, man konnte das Ding überall dran schnallen. Damit war dann die Basis gelegt für die ersten richtigen Urlaubsvideos. Und ich denke, um genau die wird es im nächsten Teil gehen.